theoretisch kann es ja auch sein, dass er noch lebt. Richtig. Oder? Ja, gut. Also erstmal. Fühlst an, ja. Ich habe auch Medizin. Wunderbar, dann machen wir Medizin. Medizin und Intelligenz in dem Fall. Und Intelligenz. Zusammen, ja. Zwei Fünfer. Okay. Zwei. Also, du spürst keinen Puls, du kannst nicht herausfinden, also er ist gestorben daran, der Angriff und sowas, und du würdest sagen, er ist am Schock gestorben. Du bist dir nicht sicher, was der Angreifer war, du findest keine Waffe, neben ihm auf dem Sitz ist niemand und ja, an seinem Gesicht hast du was, ja. Was machst du damit? Du hast eine klebrige Substanz, die du ziehen kannst, viskos und gleichzeitig ein bisschen gallertartig. Was ist da drunter? Ist es, also, ist es einfach nur ihm ins Gesicht geschossen? Ja, genau, es ist weiter ihm passiert, ins Gesicht irgendwie geschossen, okay. Genau. Es ist, es fühlt sich an wie Sonnencreme, so ein bisschen, das aber nachgibt. Und es hat so eine, es riecht ein bisschen nach Galle. Mhm. Ja. Und er hat es in den Augen und im Gesicht, ja, genau. Doktor? Ja, du musst um den Wagen rum und du siehst den Doktor in der Böschung sitzen vorne. Euer Jeep ist jetzt ein bisschen runtergefahren und in den Schlamm. Gehen Sie wieder ins Auto. Ich hole mir eine Lampe. Also kannst du sogar aus dem Auto von Ed. Genau, ich hole mir eine Lampe. Ja, Ed ist noch an seinem Sicherheitsgurt. Was ist denn? Was ist denn? Da ist jemand gestorben. Ich versuche das Auto rauszufahren. Der IT-Chef. Der Fette. Der Dicke mit den hässlichen T-Shirts. Ja. Wie gestorben, wie gestorben. Oh, shit. Das geht rein. So wie in einem schlechten Splatterfilm. Ja, also, das muss ich ja doch sehen jetzt. Ja, du bist bei ihm. Er hat dieses Zeug in sich kleben. Das sieht äußerst widerlich aus. Egal, was es sein kann. Ja, er ist tot. Züchtet sich nicht so. Naturwissenschaft und Intelligenz. Keine Ahnung. Naturwissenschaft und Intelligenz. Es riecht jedenfalls wie Kotze. Ja. Vielleicht ist es Kotze. Dann bringen wir es ja, aber schon mal, ich meine, ab und an morgens passiert es schon mal nach einer Nacht. Aber. Ordentlich. Bis auf den Doktor und Ed seid ihr alle mittlerweile klatschnass. Nö. Nö. Also ich würfel irgendwie mehr ein, als ich okay. Würde sagen, eigentlich weißt du es, aber nein, das ist nicht, wahrscheinlich hat er sich selbst irgendwie bekotzt oder sowas, keine Ahnung, das ist Kotze, ja, er hat recht, es ist Kotze, ist dir auch scheißegal, was es ist. Es ist widerlich. Gut. Vielleicht sein eigener Darminhalt. War das ein Saurier, war das einer von uns? Also, ja, entweder das oder ein sehr scharfes Messer. Ja. Wo sind wir denn? Was läuft denn hier rum? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wo bist du? Du musst das doch wissen. Eine Fleischfresser, ich bin hier öfter. Naja, also. Wo sind wir? Ja, du mach mal Überleben und als Orientierungsding und Intelligenz. Geistesschärfe und Überleben, bitte. Ja. Geistesschärfe und Überleben, um dich zu orientieren. Weißt vom Dock aus, ja. Ihr seid nach Norden durch die. 553. Boah, ey, im Moment, ey, du hast Kotze am Finger, da ist jemand tot, du hast gerade. Ihr seid auf einer Insel. Ja, du weißt es gerade nicht genau. Wahrscheinlich, also wenn ihr richtig gefahren wärt, Ed ist vorausgefahren, ja. Mhm. Müsstet ihr hier irgendwo sein, wenn das. Kann aber auch oben gewesen sein, wenn er irgendwie. Besucherzentrum ist. Da. Da. Ja, also eigentlich wäre der klare Weg so gewesen. Mhm. Ja. Ja, wir dürften nicht weit vom Besucherzentrum entfernt sein. Vorne nochmal rechts, dann müssen wir schon vorkommen. Wir sind doch hier mitten im Dschungel. Ich weiß doch, wo wir sind. Ja, du darfst gerne Naturwissenschaften und dauert das noch lange? Geistesschärfe und Naturwissenschaften machen. Das heißt, du versuchst dich an deiner Pflanzung zu orientieren. Du siehst schon, ihr seid im Wald. Ihr seid nicht auf der Ebene. Ja. 8, 8, 7. Sehr schön. Und eine 6. Ja, die 6 weg. 8, 8, 7. Drei Erfolge ist top. Du nimmst mal Conroy seine Lampe und lässt dir ein bisschen die Gegend anleuchten und siehst, ja, das ist auf jeden Fall nicht die Bepflanzung, die du für Pflanzenfresser hast, weil da sind es nämlich die stabilen Pflanzen. Hier konntest du alles pflanzen. Bei den Fleischfressern hast du dich ausgetoben können, was schön aussieht und was groß ist. Und du wirst sagen, ihr seid eher nach Norden gefahren und ihr seid eher
bei den Dilophosauriern angekommen. Ah. Ja, wir sind bei den Karnivorenbepflanzungen. Wahrscheinlich die Dilophosaurier. Oh, dieser PR hat für die falsche Abzweigung genommen, oder was? Ja. Aber große Viecher sind hier draußen doch nicht, oder? Ich sitze immer noch im Auto. Vor allem müssen die in der Umzäumung sein. Wir sind ja auf der Straße. Hier sind überhaupt keine Viecher unterwegs. Also gut, wir machen es jetzt folgendermaßen. Ich fahre mit dem fetten Programmierer im dritten Jeep. Mhm. Alle steigen wieder ein. Wir fahren zum Besucherzentrum. Du willst sie mitnehmen? Ja. Okay, gut. Ich helfe dir. Wir müssen das Seil losmachen unten. Also wir müssen hier noch irgendwo... Warte, Seil losmachen? Ja, dann geh mal runter, da verfolgt ihr das Seil von der Winde und machst los. Müssen wir ihn rausziehen, genau. Bitteschön. Warum da überhaupt ein Seil dran ist. Keine Ahnung, er hat sich festgefahren hinten. Wir müssen erstmal die Winde benutzen, um ihn rauszuziehen. Stimmt. Also erstmal müssen wir ihn nach hinten schaffen. Gut. Schaffen wir ihn auf die Winde. Sie kommen klar, er guckt in die Büsche. Kommst du wieder hoch? Moment, ich probiere es. Okay, selbes Spiel. Ich komme runter. Ed, raus, mach dich mal nützlich. Ich bleib lieber. Raus! Wir müssen den auch hochziehen. Ja, der ist vorne an deinem Jeep. Und wenn ich jetzt sage, geben Sie Gas, und dasselbe Spiel macht ihr jetzt drüben auch. Ne? Du bist vorne, gibst Gas und fährst ihn vorsichtig raus, nicht die Böschung runter. Dann gibst du irgendwann das Seil ab. Mach du mal bitte, wenn du unten am Seil bist, einmal dein Handwerk und dein Geschick. Das dürfte doch einigermaßen kommen. Handwerk und Geschick. 8811 neutral. Ja, du krickelst ein bisschen länger rum und es. Der Netflix konnte anscheinend das nicht ordentlich verankern. Das ist doch ganz klar mit so einem Sicherheitsakt. Okay. Wo sind wir hier eigentlich? Ja, wir sind im Norden bei den Karnivoren, auf jeden Fall. Karnivore. Ja, aber auf der Straße. Was immer ihm passiert ist, werden wir herausfinden, wenn wir ihn dahin gebracht haben. Dutchman hat schon ganz recht, wir müssen jetzt zurück zum Besucherzentrum. Ja, ein Karnivore. Und jetzt kommt hier langsam die Idee, die Dilophosaurier. Auch wenn ihr es tatsächlich nicht im Labor gesehen habt. Eigentlich, aber in der Wildbahn wurde das schon mal das Zeug an Pflanzen gesehen. Und das ist ein normaler Verteidigungsmechanismus, das nutzen die nicht. Okay. Du hast gestiegen. Der Chip ist frei. Nicht freiwillig. Er frickelt immer nach unten rum. Kann ich hier das da hinten? Ed, ja. Ich weiß jetzt nicht, was das Zeug ist. Also ich. Soll ich dir helfen, also? Moment. Das klemmt. Der Doktor weiß jetzt, was das für eine Kotze ist. Ja. Was denn? Eigentlich ist das Saurierkotze. Dilophosaurus. Sind das keine Fleischfresser? Ja, das sind auch Fleischfresser. Sollten die aber nicht hinter irgendwelchen Zäunen sein? Ja, das fragen Sie mich. Sie sind für die Sicherheit zuständig. Das Zeug hier lehmt. So, das Seil ist drin. Gut. Ja, du siehst, das Seil wird wieder hoch. Und während das Seil seinen Weg wieder hoch zum Jeep macht, siehst du, dass in einer Pfütze eine kleine Dose ist gefressen. Siehst du, das ist Rasierschaum. So was läuft hier frei rum? Eine Dose Rasierschaum. Fragst du mich, dachte, die sind in der Gitter. Bemerke ich irgendwas bei dieser Dose? Nee. Sieht sie wirklich aus wie eine normale Dose? Ja, es ist eine Dose Rasierschaum. Oh, Leute, wer muss sich hier rasieren? Du hast einen Bart. Hier. Ja, was? Du hast eine schlammige Dose Rasierschaum in der Hand, die ihr gerade gefunden habt. Können wir weiterfahren? Was macht ihr denn für einen Quatsch? Also wenn irgendwelche Karnivoren hier unterwegs sind, dann sollten wir auf jeden Fall alle zusammenbleiben. Wir gehen jetzt ganz geordnet. Was? Karnivoren sind hier? Es sind Karnivoren. Naja, der Typ ist tot. Ganz geordnet in die Jeeps und fahren mit drei Jeeps ganz locker nach Hause. Leute, ich war eben gerade beim Seil. Karnivoren sind hier? Komm, ich helfe dir. Ja. Die Kotze war von einem Dinosaurier. Ja, aber wie soll der raus bei dem Zaun? Der Doc hat gesagt, ich weiß, kann eigentlich, aber vielleicht ist ja irgendwo das eine. Hat eine lähmende Wirkung. Das ist eine. Ja, wie so ein Gift. Vielleicht hat er aber nicht gemerkt, dass er eine Speikobra. Ja, so ähnlich. Ja, aber dann müssen wir doch zum nächsten Zaun fahren und schauen, ob alles in Ordnung ist. Es löst für gewöhnlich auch Schocks aus. Dutch.
Das fällt jetzt nicht so in meine Aufgabe. Wir können den Perimeter wenigstens folgen. Naja, nur kurz bis zur ersten Stelle, er hat schon recht. Ja, bis zur ersten Stelle können wir von mir aus fahren, aber hauptsächlich müssen wir die Leute in Sicherheit bringen. Das heißt, ich fahre diesmal vor, Ed. Kein Problem, kein Problem. Mann, fährt ja uns ins Karnivorengebiet. Okay, was machen wir mit dem übrigen Jeep? Ich fahre. Du fährst ihn mit Natri hinten drin, okay. Ja. Hier, warten Sie, Desberg, ich komme mit Ihnen. Okay, Rutsch rüber, ich fahre wieder. Steckst du wieder bei Ed ein? Ja. Das heißt 2, 2, 2 und 3, wenn man Natri mitrechnet. Ja. Ja, Conroy gibt Gas, fährt vorsichtig, dass mittlerweile der Sturm peitscht. Wir sind alle komplett nass, du bist trocken, Ed ist trocken. Das ist tatsächlich monsunartiger Regen, es donnert, der Sturm nimmt zu. Und Conroy fährt auch tatsächlich sehr, sehr langsam. Man sieht, die Reifen haben echt Probleme, auf den Asphaltierten zu bleiben. Und ihr steuert. Er ist eigentlich für die Logistik verantwortlich. Die Wege sind scheiße. Machen Sie langsam, mein Sohn, man sieht ja kaum was. Normalerweise fährt man bei so einem Wetter auch nicht raus. Also, wir haben alle Sprechfunk an, wir hören uns alle. Bei so Regen ist das noch tagelang so schlammig. Tja, ich kann ja. Dutch, versuch mal das Besucherzentrum zu erreichen. Gib mal Arnold Bescheid oder irgendjemanden. Richtig. Ja. Mach. Ja. Hier, Gruppe C. Sehr Gruppe C. Das ist kein was anderes, Gruppe C zurück. Ah, so Gruppe C, ja. Gruppe C. Wir haben die Fähre verpasst. Wir sind zurückgefahren und haben den fetten Programmierer tot aufgefunden. Wir holen Kratzen, mal und komm. Komm. Das nimmt klein. Strom. Strom? Gibt es einen Stromausfall? Perimeter fassen. Mir nennt Maldun und die Torin zu. Das hat überhaupt keinen Zweck, das ist wahrscheinlich dieser Fucksturm. Mhm. Ich habe irgendwas mit Strom verstanden. Ja, und der Perimeter. Also Perimeter, vielleicht sollten wir wirklich die Dinger mal prüfen. Und Maldun. Maldun ist, ja, okay. Aber das war Arnolds Stimme. Das heißt aber, den Perimeter überprüfen wir auf jeden Fall. Ja. Wenn kein Strom ist, dann sind doch die Zäune auch nicht unter Strom, oder? Nein, da können wir ziemlich wenig dagegen tun. Ja, aber es gibt hier schon eine Notstromversorgung. Ja, sollte ja, es. In den zwei Hauptbunkern und genau im Besucherzentrum auch. Genau. Das heißt, wenn ein Team da ist, dann... außerdem sind wir jetzt auch da. Ja, und du siehst, Conroys Wagen mit dem Doktor vorne drin fährt langsamer und hält an. Und ihr seid tatsächlich bei den hohen Zäunen, wo die Perimeterlampen sind im Kontrollbereich. Natürlich, was sehen wir? Ja, Ed fährt als zweites an, ihr mit Toten seid der dritte Wagen. Grünes Licht. Ting, 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 ting. Grünes Licht sieht ja eigentlich soweit ganz gut aus. Technikkopf? Ja. Der ist bei mir. Kannst du irgendwas anderes, also könnte es noch irgendwas am Schalter direkt sein? Du siehst, an jedem dieser Hauptperimeter ist so ein Schaltkasten dran, wo man nochmal manuell kontrollieren kann. Ja, ich gehe natürlich hin, mach den Schaltkasten auf. Ja, schaust rein. Du würdest sagen, das ist ein Notding und es gab tatsächlich einen kurzen Stromausfall. Weil zwei dieser Schalter sind unten, die kannst du jetzt manuell wieder hochklappen, also sicherheitsrein. Und du kannst eine Diagnose kurz starten, wenn du willst. Ja, einfach nur. Natürlich. Genau. Was macht ihr da so lang? Diagnose. Seine Arbeit. Ja. Gibt es irgendwas, was ich erkenne? Ja, Diagnose. Kriegst du kurz einen kleinen Ausdruck unten raus. Und du siehst, in der Zeit von vor ungefähr einer halben Stunde gab es einen manuellen Stromausfall, der vom Unix-System, vom Hauptzentrum aus ausgelöst wird, und zwar für 6 Minuten. Es gab 6 Minuten einen Stromausfall. Alles gehört. Und dann fliegt der erste Autoreifen auf dich zu. Ich versuche geschick ausweichen. Und ausweichen, bitteschön. Nur geschick? Geschick und ausweichen. Gibt's ausweichen? Nee, es gibt kein Ausweichen. Es gibt nur Ausflüchte. Ja, du versuchst ihn zu verpassen. Sportlichkeit ist es, danke. Geschick und Sportlichkeit. Mann. Da ist mal einmal im Leben unsportlich.
9 und wow. Easy. Easy, ja. Du beugst dich zurück. Ja, du siehst einen Autoreifen quer, als du dorthin guckst, wo dieses Geräusch herkommt, und wirfst dich tatsächlich auf den Boden, rollst dich ab. Ah, deine Stelle, die du gerade schon. Und der Autoreifen dotzt an uns vorbei. Und der Blick nach vorne zeigt uns, dass dort einer der Schienen-Jeep Explorer gerade gefährlich über den Abgrund des künstlichen Grabens hängt. Und der ausgewachsene T-Rex gerade auf der Straße steht und den anderen Explorer versucht wegzukippen. Kurz sich aufräumt, seine kleinen Ärmchen in die Luft trägt und brüllt. Fassung, 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 Fassung. Ja. Ich behalte meine Fassung. Obwohl du draußen bist. Wow. Okay. Respekt. Oh, Entschuldigung. Diesmal haben wir nicht alle eingewürfelt. Du hast sie alle gebunkert. Nein. Nein. Aber keine Katastrophe. Aber nein. Ja. Ah. Keine Eins. Ja. Ja. Gut, du fährst zum Glück nicht, sonst würdest du jetzt Vollgas geben. Ist das schön. Ed fährt und gibt Vollgas. Du siehst den Wagen ausschwenken. Als Zweiter, ihr seht den Wagen vor euch, versucht an Conroys Wagen vorbeizukommen, tritt dann wieder auf die Bremse. Conroy, nur dieser Verrückte, und wenn du aus dem Fenster schaust, siehst du den Juwelinen, kleinen T-Rex, aus dem Buschwerk raus auf euer Auto zu. Oh mein Gott, fahren Sie los, verdammt nochmal! Ein T-Rex vor Eds Auto vorbei an dem Wagen von Conroy. Jeep 12 wird von der gesamten Kraft des kleinen T-Rex. Wer ist denn drin bei Ed? Ed ist alleine drin. Ja. Er hat ihn gerade stehen lassen im Regen. Ihr seid zu zweit und vorne der erste Wagen mit den beiden wird gerade auf das Dach gehievt. Ich würde gerne in eins der Autos rennen. Das steht. Auf das oder auf Eds Auto? Auf sein Auto. Ja. Du beginnst rückwärts zu laufen und auf das Auto zu. Tür. Tür auf. Ja. Und dort sitzt Dennis Nattery. Auf der Rückbank. Und der kleine T-Rex schaut auf dich. Rein! Ja. Rein! Rein! Komm rein, Junge! Ich krabbel rein, mach die Tür zu. Ja, einen Rückwärtsgang nehme ich an. Ja, mal, Rückwärtsgang. Ne? Und weg. Rückwärtsgang, drehen und weg. Und der kleine Rex läuft hinter euch her. Und der große Rex hat jetzt das Interesse auf euren Wagen. Ja, du siehst Conroy auf dem Kopf. Sind sie okay? Kopf. Was mit ihnen? Geht. Versuchen Sie, die Tür aufzumachen. Wir müssen hier raus. Gut, ich ja, die Tür, Tür ist nicht so verbogen, wie es den Anschein hat. Conroy tritt ein bisschen dagegen. Der große Rex hält anscheinend gerade inne und schaut wieder zurück. Wenn Sie draußen sind, rennen Sie los. Rennen Sie am besten Richtung Dschungel. Der Kleine ist hinter uns, der Große ist vor uns. Also da rein. Ich bin direkt hinter Ihnen. Und nehmen Sie... Shit. Nehmen Sie die Glock. Können Sie schießen? Ja. Ich hab das Gewehr. Okay. Dann lauf ich los. Ja. Du rennst raus, läufst los. Du siehst, der Rex ist anscheinend zwischen eurem Wagen und dem anderen Wagen irgendwo in der Faszination. Du siehst Ed im Auto sitzen, läufst an dem Auto vorbei, Scheinwerfer kurz an deinen Beinen, dann bist du im Dschungel. Läufst, 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 läufst. Und irgendwann stehst du wieder außerhalb des Dschungels und vor dir ist ein kleines Gebäude, so ein Versorgungsgebäude würdest du sagen. Links von dir siehst du den Rex, den großen Rex. Guck mich an. Und dann hast du hinten einen Schuss, der Rex dreht nach innen um. Ja, Tür ist offen, du kannst in das Gebäude reinspringen und schließt die Tür. Und du hörst draußen einen. Moment, da wollte noch jemand kommen. Ne, nichts. Du siehst den Rex jetzt hinten hinlaufen, auf die zwei Jeeps zu. Man sieht die Tür wieder zu. Oh. Himmel! Ist er noch da draußen? Das ist der Anwalt.
einer dieser Besucher, der mitkam, siehst du, enge Nase, Kaki, halber Schild. Meine Güte, wer sind Sie denn? Don Gennaro, ich bin Anwalt. Ja, er sitzt auf einer Toilette, siehst, ja, das war sonst nichts, war anscheinend ein Toilettenhäuschen. Und, und Sie sind? Ich bin Doktor. Ich habe die Kinder allein gelassen, wissen Sie? Das ist nicht so, worauf ich stolz bin, aber da draußen ist das Ding noch da? Ich höre es noch. Ja, es ist noch da. Und wen haben Sie alleine gelassen? Die Kinder. Die waren mit mir in dem Wagen. Und die Doktoren waren alle im anderen Wagen. Und dann ich bin hier reingerannt und ich weiß nicht, wo die anderen sind. Es tut mir unglaublich leid. Verdammt. Wir sitzen hier jetzt erstmal fest. Wenigstens haben wir eine Toilette. Im anderen Auto. Wer fährt denn eigentlich? Du fährst. Ich fahre. Ja, du fährst. Wie groß ist dieser kleine Rex? Der Juweline Rex ist 4 Meter hoch. Okay. Okay. Wir gewinnen aber Vorsprung. Ja. Ja. Ihr seht, er wird langsamer und hat auch irgendwann kein Interesse. Er brüllt nochmal und dreht dann wieder ab. Okay. Ihr seid aus seinem Jagd geschossen. Ja, du atmest durch, obwohl es hier hinten nach Eingeweide und Tod stinkt. Und, ich konnte unseren Tod förmlich riechen. Wir müssen die Zentrale informieren. Ja.